Thema Software-Defined Vehicle beschäftigt uns jetzt seit 2, 3, 4 Jahren. Es geht darum, die Software always fresh zu halten. Software-Defined Vehicle ist nicht ein Nummernschild, das man irgendwo draufklebt und dann ist es Software-Defined. State of the Art ist, dass wir Apps installieren können in proprietären oder geschlossenen Teilumgebungen des Fahrzeugs, also im Infotainment-System größtenteils. Was wir aber eigentlich wollen, ist, beyond Infotainment zu gehen, das Fahrzeug nachhaltig zu beeinflussen, die Fahreigenschaften von einem Fahrzeug zu beeinflussen. Wir sehen 5 Enabler, um so ein Software-Defined Vehicle beyond Infotainment umzusetzen. Wir brauchen diese Entkopplung von der Hardware zur Software. Möglicherweise geht das Interesse der OEMs dort zurück und das ist ein Feld, das die Tier 1s besetzen können. Off-the-shelf Sensorik, Aktuatorik anzubieten, die über eine Zone abstrahiert werden und die Logikfunktionen im HPC sind dann davon gar nicht mehr betroffen. Die OEMs sind alle auf dem Weg zu zentralzonenorientierten Architekturen. Die ganzen OEMs befinden sich eigentlich auf einem Migrationspfad hin zu einer zonalisierten Architektur. Alle Informationen, die steht zur Verfügung, egal ob Sensorik oder Aktorik. Und ich habe völlige Freiheit, meine Apps darauf zu deployen, ohne andere Steuergeräte anzufassen. Dann Software Base Layer. Was verstehen wir darunter? Für uns ist es einfach ein Full-Stack von ganz unten bis ganz oben und zwar für alle Kategorien von Execution-Environments, sprich Mikrocontroller, Mikroprozessor, Switch, HSM und auch die Cloud. Von ganz unten bis ganz oben. Das ist für uns erstmal das, was wir als Base-Layer bezeichnen und das inkludiert Autosar-Komponenten genauso wie Non-Autosar-Komponenten. Das heißt einfach, es ist nicht das eine Ökosystem, mit dem ich alles erschlage, sondern es gibt dedizierte Ökosysteme für dedizierte Anwendungsfälle. Das ist für uns eine wichtige Botschaft, weil wir sagen, wir glauben nicht, dass es ein Workflow, eine Methodology, eine API gibt, die im ADAS-Umfeld genauso angewendet wird wie im IVI-Umfeld. Kommen wir zu dem, was wir Stand heute aus meiner Sicht noch nicht im Griff haben, und das sind die HPCs. Das ist das, was aus unserer Sicht noch ein bisschen fehlt. Das Thema Plattform-Approach. Ich habe es mal so formuliert, OEMs have hard times. Also wir sehen schon die Bestrebungen, dahin zu kommen. Aber das durchzuhalten, fällt vielen nicht ganz einfach. Man fällt dann doch wieder in andere Muster zurück. Da wäre einfach unsere Empfehlung auch zu sagen, okay, zumindest auf OEM-Ebene wäre es vorteilhaft, dass wie arbeiten wir denn mit unserem Toolset auch zu vereinheitlichen, damit die Abteilungen oder die Bereiche auch untereinander sich verstehen und enger zusammenarbeiten können. Und wir sehen dort auch das Potenzial, zumindest auf einer Ideen, auf einer Blueprint, auf einer Pattern-Ebene auch industrieweit was anzugehen. Das Thema Kollaboration, für uns einfach Schlüsselelement, um das Thema SDV zum Erfolg zu machen. Dann letzter Punkt, industrieweite Kollaboration. Es gibt prinzipiell 2 Arten. Es gibt die Kollaboration auf Standardisierungs- oder auf Standardebene. Da ist, glaube ich, Autosar schon ein Paradebeispiel. Wir denken, es ist eine Success-Story über die letzten Jahre, aber wir wissen auch, es ist nicht perfekt, es hat seine Drawbacks. Was wir jetzt in der Vergangenheit ab und zu mal gemacht haben, ist einfach, während wir implementiert haben zu standardisieren, beziehungsweise während wir standardisieren zu implementieren. Also ich glaube, da kann es einfach gute Synergien zwischen den beiden Vorgängen geben. Long story short, ich glaube, die Themen ergänzen und wir sind genauso offen für Open Source, wie wir offen für Standardisierung sind. Aber ich finde, die Diskussion sollte ein bisschen differenzierter laufen. Ich bin der Meinung, wir haben kein Technologieproblem. Ich denke, die ganze Technologie, die wir brauchen, um ein Software-Defined Vehicle zu realisieren, ist entweder da oder wir sind kurz davor, sie zu haben. Was wir aber haben, ist eine große Herausforderung, die Technologie zu beherrschen und das Thema auf die Straße zu bekommen. Wir sind bereit dazu, wir würden das freuen, mit Ihnen zusammen, mit euch zusammen zu machen. We shape the future of SDV. Ich habe es ein bisschen anders formuliert. Ich habe den Zusatz together with you, weil wie gesagt, alleine kann es keiner. Und damit vielen Dank.